Liebe Leute, wir leben in einer so verdrehten, bekloppten Welt. Ich sag's euch, auf Instagram haben ganz stinknormale, hässliche Mädels 5000 Likes, 10.000 Likes und aufwärts. Unglaublich, Mädels, die du auf der Straße nicht mal für irgendwie was Besonderes halten würdest. 5.000, 10.000 Likes aufwärts. Hey, sorry, aber wenn ich 5 bis 10.000 Likes hätte pro Foto, hey, natürlich würde das mit mir was machen, psychologisch. Ich würde mir denken, was für ein krasser Typ ich bin und was weiß ich, was alles noch. Also, und ich bin so froh, dass die Mehrzahl der Asiatinnen einfach so nicht ist. Ja. Und ich habe immer mehr Kontakte zu Asiatinnen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass sobald ich in Asien bin, dass ich da eine Freundin habe. Und ich werde auch mehrere Freundinnen haben und die werden voneinander wissen und die werden alle mit mir zusammenleben. Ist sozusagen die Entscheidung. Wird definitiv so sein. Und ich bin momentan mega müde. Ich glaube, es war auch ein bisschen viel für mich alles mit dem ganzen Unfall und alles drumherum und ich glaube, ich bin echt ein bisschen überfordert gerade. Und ich muss jetzt erstmal runterkommen. Und auch der Druckwechsel von Spanien nach Frankreich, man merkt, das ist ein ganz anderes Klima. Es ist komplett 180 Grad Drehung. In Spanien trocken, angenehm. Hier so schwül, Mücken, Zecken. Ganz, ganz anders. Tatsächlich, das Klima hier ist ganz anders gerade in der Aquitanie. Und ich bin froh, dass ich alles erledigt habe. Ich habe einkaufen 11 Minuten mit dem Fahrrad. Morgen tue ich das Fahrrad runter. Bin schon lange nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren. Habe jetzt auch hier Strom. Hab's noch nicht angeschaltet, den Strom, aber hab's bezahlt. Brauch's auch gerade nicht. Und ich bin so froh, einfach jetzt super früh schlafen zu gehen. Ich habe mir drei Pillen Trifalla gezogen. Vielleicht nehme ich mir heute Nacht noch ein Melatonin. Ich bin so fucking kaputt. Ich glaube, es ist einfach der Stress und der Wetterwechsel. Und ja, weil bevor die Besoffenen kamen, war ich eigentlich super drauf, auch gesundheitlich. Schon ein bisschen müde oder so, aber noch nicht so heftig. Es hat eigentlich so ein bisschen an den Pyrenäen angefangen, so. Als ich von Huesca weggefahren bin in die Pyrenäen rein, da fing es so ein bisschen an. Vielleicht, weil ich eigentlich da schon nicht mehr so richtig nach Frankreich wollte. Eigentlich, ja, irgendwie schon auch irgendwie nicht. Aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt spanische und französische Mädels vergleiche, dann taugen mir die französischen Mädels viel, 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 viel mehr. Aber Spanien taugt mir irgendwie mehr. Es ist irgendwie so relaxter alles, keine Ahnung. Ich werde einfach jetzt erstmal richtig krass runterkommen. Ich war vorhin ja schwimmen. Ich bin ja jetzt in diesem Campingplatz und die haben großen Swimmingpool und kein Arsch ist da. Mega gut. Werde einfach da bleiben, glaube ich, eine Woche. Kann ja auch so ein bisschen Vipassana machen und so. Vielleicht lerne ich sogar hier jemanden kennen. Die Rezeptionistin lächelt mich immer so nett an. Wer weiß. Erstmal richtig runterkommen. Ich bin so kaputt. Ich fühle mich wie so ein 90-Jähriger, der kurz davor ist zu sterben. Das ist schon echt krass. Trifalla ist einfach gerade das Beste. Vielleicht nehme ich morgen mal so eine Überportion Haritaki und so. Nach dem Einkaufen allerdings.